Hallihallo, Hallöchen. Oh, Kids. Hi. Kids. Obwohl, ich glaube, du hast nie viel. Obwohl, doch, du hast ein bisschen Dingsterbums da damals geguckt, hallo, oder? Hallo. Nee, hallo, hallo, hallo ist ja von Emero. Ja, ich weiß nicht, welchen du hinaus willst. Ich will auf mich hinaus. Danke. Schon. Nein, dich habe ich nie geschaut. Doch hast du. Du hast Dingsabumster geschaut. Ich habe erst letztens wieder Kommentare von dir gelesen. Ah, Enderal. Enderal. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch Halli, Hallo, Hallö. Also, das war mal meine ursprüngliche Ansage. Oder die vier Parts. Ja. Oh Gott, das tut mir so furchtbar. Wir müssen das irgendwann mal zusammenspielen. Keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung. Don't know. Es ist ein cooles Spiel, aber ja, keine Ahnung. Es hatte mich nicht ganz so gecatcht. Oder ich hatte keine Zeit in dem Moment irgendwie hochzuladen und so weiter, hatte ich ganz, ganz schlechtes Internet zu der Zeit, weswegen es ja auch gar keine Streams gab. Muss ich mal gucken. So, mach weiter, Schuh. Fällt mir schwer. Oh, wieso? Weil du nicht klicken kannst? Warte, ja, jetzt genau. Kannst du klicken. Ah. Ist es währenddessen bei dir schwarz oder kannst du einfach nichts machen? Bei mir steht da quasi so ein Filter drüber, so ein bisschen weißlich. Und da steht so, halt, ich kann nicht machen, weil du mir das nicht erlaubst. Ah, okay, krass. Okay. Wahrscheinlich ist ein lautes Zehen. Ah, du bist am Arsch. Da unten ist irgendwas. Wenn da andauernd so... Alter, wie schnell... Ist sie? Das ist eine Witch. Was eine Witch? Ich wette, du wolltest gerade das böse Wort sagen. Nein. Hä? Welches böse Wort denn? Die Kolonie wird irgendwie angegriffen. Die Kolonie wird angegriffen. Ich weiß nicht wo. Gesundheit. Danke. Die Mühle wird gerade angegriffen, glaube ich. Weil die hat nicht alle HP. Ja, die Mühle wird angegriffen. So, musst du reparieren. Ja, du hast gerade zwei Sniper verloren. Da oben steht noch ein Sniper. Hallo Sniper, mal. Geh da runter, Sniper, mal. They are trying to break into the buildings. Last night I dreamt of brains exploding. So. Erkundungsgrad gerade. Das ist eine Ecke. Oh, ist das eine Ecke? Ich mag Ecken. Ecken sind praktisch. Ah, ob das wirklich eine komplette Ecke ist? Oh, jetzt. Wo willst du nachher hinbauen? Jetzt kommen schon so. Die Lagerhallen, jetzt schon, ja? Ja. Okay. Ich meine, die Ecke ist hier gerade recht sicher. Okay, wenn du davon... Die ist secure, aber ich muss im Klaren sein, dass das nicht eine Welle kommen könnte. Na, und Steinmetze. Nee, vor 42, glaube ich, passiert da nichts. Weil du hattest deine letzte auf 30 ungefähr. Okay, das hoffe ich dann mal. Also die letzte Welle hast du schon abgewehrt. Boah, lass mal hier so hin. Also ich würde dir vorschlagen, dass du Tesla-Spuren da erstmal ausbaust und dann bis zur Schockwellenmauer, also bis zum Schockwellengebäude, eine Mauer zum See ziehst. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Aber ich würde gerne schon mal eine Lagerhalle bauen. Okay. Einfach um nur ein bisschen Stuff zu haben. Ja, du kannst auch wieder forschen, wenn du möchtest. Nichts ist gerade an Erforschen. Und du kannst mal gucken, ob da oben in die Ecke eine Mühle passt. Genau an diesem Wäldchen. An diesem Wäldchen da. Du hast ja, aber ich habe gerade sehr viel Energie. Okay. Mühle. Entschuldigung, ich meine Sägewerk. Ich sage immer Mühle, weil Mühle ist für mich immer Getreide, etwas mahlen, Holz. So, das ist meine Denkweise dabei. Ja, komm schon, das geht echt nicht. Nein, kein Grün. Fuck. Dü-dü-dü-dü. Okay. Okay, dann...
Warte hier. Bedenke immer noch den Platz für Steindinger. Steinmetze. Der Schockturm sollte auf jeden Fall die Seite dann relativ gut verteidigen. Zumindest wenn was dem nahe kommt, sagen wir es mal so. Ja, Schockturm hat nicht so viel Range. Oh, der hat so viel Range. Mehr Range, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ja, ja, der hat gut was an Range. Und besonders für Wellen ist er halt extrem. Also für kleinere Wellen ist er gut. Der Vollstrecker ist ja eher für kleinere Sachen da, aber. Ja, ist es gerade hier angenehm auszuräuchern. Willst du was forschen? Du hast so viel Geld, deswegen. Forschen. Du könntest natürlich die Gießerei auch bauen, wenn du möchtest. Ja, ja. Ich meine, Geld habe ich ja so oder so. Ich glaube, du hast nicht genug Eisen dafür. Und Gasthaus gibt es jetzt auch noch. Das darfst du auch nicht vergessen. Das hast du bisher auch noch nicht gebaut. Kostet mich Geld. Nahrung. Nahrung. Ja, aber ich habe 195 Energie, das ist so viel. Ich bin vollkommen erfordert mit dieser schieren Masse an Nahrung. Sei glücklich drüber, würde ich sagen. Attention. Building completed. Nein. Okay. Nur sicher gehen mal. Kommen da schon wieder keine neuen raus? Nein. Ich habe gerade keine Nahrung. Deswegen willst du ja eine Farm bauen. Irgendwie hat alles Sinn und Zweck. Warte, ich muss drüber nachdenken gerade erstmal. Ja. Ja, ist wahrscheinlich das Beste, nicht so und so. Ja, denke auch. Muss mal gerade wieder auf WhatsApp reagieren. Menschen möchten was von mir. Ich wollte gerade sagen, kann ich ja gar nicht verstehen. Also, dann fiel mir auf, das wäre voll gemein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Du musst die Leute jetzt gerade mal ganz kurz alleine unterhalten. Hallo, ich bin live. Naja, live bist du nicht. Dafür habe ich den falschen Button gedrückt. Oh. Außerdem wollte ich dir die Full Experience ja geben, weil sonst würde ja Parsec wieder... Also ich weiß halt nicht, wie... Das war wegen dem Schockturm, den du jetzt in Besitz bekommen hast. Du bist mein größter Freund geworden. Er ist mein Kamerad. Der muss noch repariert werden. Ja, mein Kamerad. Gut. Was brauche ich denn dafür? Ich schätze mal... Arbeit. Okay. Meine Arbeiter sind leer gegangen. Da kommen aber gleich neue. Da kommen gerade neue. Die sind gleich fertig, die Arbeiter. Aber du brauchst trotzdem neue. Die sind gleich fertig gemacht. Und dafür brauche ich Nahrung. Nahrung hast du noch nichts gemacht, oder? Ja, weil ich zuerst das Ei messen wollte. Für die Farm. Farm. Warte ich noch, bis das fertig ist. Und sonst hier unten vielleicht. Attention. Building completed. So gerade immer noch mit Schreiben. Ja, beschäftigt. Ich bin aber jetzt am Abschicken. Ah, okay. So, was gibt es? Was ich möchte? Frage, was du von meinen derzeitigen Taktiken hältst. So, naja, du brauchst immer noch Nahrung.
So, also ich glaube, eine Farm wird ja, nicht Nahrung spawnt gleich. Nahrung spawnt gleich. So, plupp! Ups, da ja. sind Kühe entstanden. Vorlagerhalle. Schon. Ah, du hast da auch noch eine zweite Farm, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, eine dritte sehr Farm. Schön. Und hier unten ist Avi auch eine Farm. Ah, drin. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Steinproduktion ist auf jeden Fall stabilisiert, so ein bisschen. At least. Jetzt die Frage des Expandierens und Mauern ziehen. Damit so eine Scheiße wie jetzt im Süden ja. mit der Witch nicht nochmal passieren. Mauern. M-A-U-R-E-N. Letztes Mauern. Ding. Erstmal reicht eine kleine, dünne Mäuerchen. Eigentlich will ich das ja auch noch mitnehmen. Rein realistisch gesehen. Und diese Ecke ist sehr mager, aber eigentlich will ich den Schutzturm. Hm? Eigentlich kann ich ihn nicht sinnvoll verwenden, diesen Schockturm, außer wenn man was einbricht. Ja, ich meine, ich möchte das eben haben hier. Ja, ja, natürlich. Der Vorteil ist halt, das, was den Schutzturm da umgibt, ist unabbrechlich. Also das geht nicht kaputt. Ja. Glaube ich zumindest, so meines Wissens. Ich glaube auch nicht. Holz. Hahnholz steht für Holz. Ja, ansonsten, also der Norden ist halt relativ angenehm gerade, das ist halt so ein extremer Punkt. Den, da musst du unbedingt sichern, da im Süden, weil die Mühle steht da so offen. Also ich meine, es kann da immer noch langsam was hinkommen. Es spawnen ja immer wieder neue Zombies. Wenig, aber es spawnen trotzdem welche. Also. So. Du bist ganz gut mit deiner Ressourcenverwaltung, das heißt, du capst gerade nicht, das ist ganz gut. Gießerei, was ist damit? Ich muss noch kurz... Ja. Das ist Rätsel hier lösen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Geh mal eins runter. Ah, nee, das funktioniert nicht. Dann. Nee, ich dachte eigentlich. Nee. War schon richtig, ich glaube. Oh, das sind drei, oder? Nee, das wäre scheiße. Das muss irgendwie gehen. So, das wäre eins. Okay. Warte. Darf ich mal? Oder ja. Nee, löst du das Rätsel? Ach, muss ich nachdenken immer noch. Ich glaube es zu wissen. Also ich glaube hier und hier wäre was. Also ich komme nicht drum weg, drei zu setzen. Ja, unter drei kommst du nicht. Also wenn ich hier eins setze, hier eins. Nee, hier kann ich keins setzen. Wieso kannst du? Nein, weil du da keine Verfügung hast noch nicht. Ja. Apropos Verfügung. Nehmen wir für eine Verfügung. Du kannst auch übrigens mittlerweile deine Mühlen einfach upgraden, ja? Hab ich schon. Okay. Ich sag's nur. Ich meine, du hast genug Energie? Oh Gott, hast du Nahrung? Du kannst jetzt deine Häuser upgraden, by the way. So nervig. Ich setze einfach hier hin. So. Ich hoffe, es kommt dir nicht in Wege mit deinem Plan. Mein Plan ist Allmacht. Allmacht und Altbier. Nein, nicht ganz, aber... So, Technologie wurde zu Ende erforscht. Nee, das ist, glaube ich, ein verschwendender Tesla-Turm, oder? Nö, ich finde ganz gut. Okay. So, ich wollte upgraden. Jo, Geld. Geld. Rippstein. Rippstein, ja. Aber Stein hast du jetzt eigentlich ganz okayisch. Oh. Ja, wie gesagt, den Süden, den finde ich echt ein bisschen grenzwertig, so ohne Mauern und so. Ich stehe noch kurz auf eine Mission. Wenn ich direkt ein bisschen mehr upgraden kann. Rip, kleiner Soldat. Was ist da? Da kommen plötzlich Gegner. Nee, die sind da einfach, glaube ich, nur einfach am Kartenrand. Die kommen halt langsam. Dieser eine Sniper, was macht der da oben? Warum steht der Sniper? Ich würde den da nicht oben rumlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Das wenigstens kurz so. Do you need me? Building completed. All right.
attention. Building completed. So many targets, gotta love it. Slow, but lethal. Okay. Tell me. Come on. Sehr schön. Okay. All the way. Lass den lieber in dem Süden. Ich würde das in dem Süden lassen. Damit da der Süden so ein bisschen verteidigt wird, at least. Vielleicht lässt sie ihn patrouillieren. Ich darf jetzt mal hier quasi. Echt? Reicht das, um die Mühle auch zu verteidigen? Obwohl, da oben ist ja... Ja, doch. Ach, da ist ja ein Turm, Wachturm. Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also die Mühle ist super verteidigt. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass du es gesehen hast. Das ist eine Anschuldigung. Da schweigt er natürlich mal wieder. Du könntest hoch zum Stein bauen. Also zum Gebirge. Die Mauer nicht gerade durchziehen, sondern jetzt hier nach oben direkt bauen. Weil dann hättest du eine Absperrung. Du könntest natürlich weitergehen und diese gesamte Mauer da wegreißen, die du gerade gebaut hast, und komplett zum Stein hochbauen. Ich sehe hier ein Problem aus irgendeinem Grund. Oh, fuck. Aber ich weiß, die werden es vernichten, aber vielleicht sollte ich da auch mal ein bisschen Sicherheit vorsorgen. Nee, die reichen schnell genug. Nee, mach weiter. Das ist keine... Die haben genug Reichweite. Schlimmstenfalls, stell da einen Wachturm hin. Stell da einen Wachturm hin, einfach in die Landschaft und pack da Leute rein. Das ist eine gute Idee. Weil die haben ja extrem viel Range. Ja, oder? Krass. Als ob ich meinen Kopf benutzen würde. Ja. Der Vorteil ist, du hast jetzt ein sehr, sehr großes Wohngebiet erschlossen, weil ich meine, mehr als Wohngebieten kannst du da nicht bauen, außer vielleicht große Industrieanlagen. Und Stein. Ja. Ich möchte. Deine Reife ist ready. Dann, ach, schon, gib mir mal Motivation, dass ich durch 30 Stunden Kingdom Hearts Content durchgucke, ey. 30 Stunden Kingdom Hearts Content? Achso! Ja. Das klingt Content. Oh, ich muss mich da irgendwann durchqueren. Momentan läuft noch Owlboy auf dem Kanal, alle zwei Tage. Das läuft auch noch eine ganze Weile. Das hier werde ich dazwischen packen, wahrscheinlich. Also alle zwei Tage. Christine macht mir halt zwischendurch Thumbnails. Das ist halt ganz, ganz gut. Meinst du nicht, dass die linke Seite oben jetzt ungeschützt und da irgendwas durchbrechen kann? Obwohl, nee, da patrouillierst du gerade. Patrouilliert, ja. Nee, ich meinte ganz links. Oben. Hier? Ja, das da jetzt links über... Da patrouilliert der und wird gleich hier reingehen. Okay. Ja, ich ist nicht dumm. Alles super. Ich finde den Plan gut. Ich bin ein Genialitätsmaster. Okay. Sehr gut, Schuh. Ich würde da vielleicht Häuser pflanzen. Ja. Pflanzen. Ja. Die Saat säen. Meine Lieblingsblümchen. Menschen oder was? Das ist ein Auto. Also das heißt, da ist irgendwas Krasses vielleicht. Da kommen die kleinen Wellen. Das ist eine kleine Welle. Ich glaube, du solltest deine Soldaten mal da. Q machen. Ah. Das darfst du echt nicht. Ja, aber du greifst ja die an, das will ich halt nicht. Okay, gut. Oh, das hat er gut geklärt. Ich glaube, du solltest den. Ja. Welcher Soldier? 76. Schlechte Wortwitze sind schlecht. Das war ja nicht ein schlechter Wortwitz, das war einfach nur was Unlustiges, was ich gesagt habe. Du solltest den oberen Teil des Waldes vielleicht patrouillieren. Du meinst hier? Ja, so da einfach patrouillieren, damit da von Norden nichts mehr kommt. Ja, ich kann eigentlich. Wie wach? Wie ist da einer? Ja, der hier. Ja, guck. Dann hast du die Situation unter Kontrolle. Neue Einheiten produzieren. Nein. Okay. Ich hab geplant. Okay, ja, ich höre mir den Plan an. Du kannst eine Gießerei machen übrigens gerade. Nein, wo ist... 100! Holy Nahrung. Shit. Du brauchst die neue Farm, glaube ich. Mach einfach den... Arbeite sind nach aktiv. Was ist das denn? Plus 100 Arbeiter sehe ich gerade. Echt, wo? Achso, du kriegst plus 100 Arbeiter, okay. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis, weil ich glaube, du zahlst mehr als eine Nahrung. Pro Gehäuse. Ja. Bräuchte Färmchen also. Färmchen ja. Passt hier noch hin eine. Oh, 70 war da gerade. Eins links nehmen? Ja. Oh. Ist halt ein bisschen jetzt gewagt so. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Außer wenn ich hier Häuser bauen will. Links, nein. Reiß das Ding wieder ab. Da war noch eins mehr. Beziehungsweise fünf mehr. Wenn du eins höher zum... Oh. Ja, da. Da. Ah. Keine Ahnung, der Schockturm ist wahrscheinlich Nahrung für die. Ach, lecker. Lecker Schockturm. Oh, Nahrung. Oh, Nahrung. Da könnte man ja fast meinen, wir bräuchten welche. Ja. Wie hat uns aber zugehört? Ich bin der Meinung, du solltest deine Einheiten mal wieder ein bisschen aufstocken, so deinen Squad, der irgendwas auslöscht. Das finde ich tatsächlich echt ein bisschen wenig. Hast recht. Okay, ich meinte eigentlich nur so ein bisschen, aber man kann es auch wie Schuh machen, also geht kein Problem. Willst du den Festsetzpunkt vielleicht woanders neu hinlegen? Wo die ankommen? Ja? Sehr schön. So, du hast 6000 Gold. Möchtest du damit was machen? Was forschen? Ja. So. Ich möchte auf dieses Objekt klicken, Doppelpunkt und das machen. Du hast doch. Achso, nee. Oh, deine Energie geht sogar. Wow, wo sind deine 200 Energie hin? Ich weiß es das nicht. Wahrscheinlich, wurden die gegessen. Und jetzt ist da eine Village. Eine Village. Sehr schön. So. Da ist aber jemand sehr brave. Du musst den auch umzäunen, dann noch den Tesla-Turm irgendwie. Also mein Vorschlag wäre halt, warte, dass du diese Mauer hier wegziehst. Siehst du die Mauer? Ja, oder? Ja. Ich weiß nicht, haben sie das gefixt mit dem Mauszeiger? Siehst du den Mauszeiger? Ja. Okay. Nein. Ich sehe echt? Drüber. Okay. Ja, dass du diese Mauer hier und hier gerade durchziehst. Ja. Und dass du hier das komplette Gebiet sicherst, auch guckst, was hier oben ist, weil das finde ich jetzt hier nicht so genau mit, das könnte zu sein. Ich meine, ich möchte dich an das hier erinnern. So, wir dachten auch, hier ist zu, aber ist nicht zu, so, you know? Ja. Also, dass du praktisch hier zumachst, also am besten vielleicht noch den Stein mitnimmst, das heißt, hier nochmal ein Stückchen weiter rausgehst, hier oben guckst, alles clearst und hier den Turm mitnimmst. Und dann hast du erstmal richtig viel Platz. Das wäre jetzt so zukunftsweisend. Das Problem nach Zukunft ist, dass meine Zukunft mittlerweile knapp wird bis zur nächsten Welle. Oh ja, die Welle. Wenn sie aus dem Norden kommt, bist du am Arsch. Ist die letzte Welle. Oh Gott. Bringt mich um, bitte. Deswegen würde ich erstmal hier eine Mauer ziehen und quasi das erstmal als Future-Erweiterung. Ja. Muss ich dafür extra zahlen? 32 pro Monat. Ah, okay. Das ist aber nicht sehr nette DLC-Policy. Ja, Politik. Ich bin die DLC-Policy. Oh Gott, bitte. Bleiben Sie stehen, sonst sind Sie verhaftet. Achso, ja, so verhaftet, aber. Okay. Du hast da unten eigentlich noch Gold übrigens, was du abfarmen kannst. Gold? Du meinst hier Gold? Mhm. Aber da musst du dir irgendwas überlegen. Also, das da unten ist halt absolut. Oh. Hast recht. Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht, wie du die platzierst? Also, ich weiß nicht. Ja. Okay. Dann da habe ich nichts gesagt. Dann vertraue ich dir, Schuh. Ich vertraue dir. Vertrauen ist wichtig, aber vergiss nicht, über einen Schritt bist du. Was? Was bin ich? Über einen Schritt bist du. Nee, jetzt über den Strich bin ich. Hä? Ich kenne den Witz dabei irgendwie nicht. Was hat das mit Schritt und Vertrauen? Hä? Okay. Du verstehst ich bin dafür, einfach die Nummer dahinter nicht. Ich bin dafür, dass wir diese Fahrzeuge reparieren können und dann Einheiten da reinpacken können, die ihr da rausschießen könnt. Brumm, brumm. Okay. Okay. Die Fahrzeuge sind auch neu, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. Links das Fahrzeug, haben wir da theoretisch Verfügung darauf? Links? Ja, also von der Fläche her, die wir bauen können. Vielleicht kann man wirklich diese Fahrzeuge in Anspruch nehmen. Das ist eigentlich ganz gar nicht so. Haben wir da eine Tesla in der Nähe? Also einfach nur, um zu gucken, ob wir den Bereich theoretisch abdecken würden. Nee. Ja, wir wissen es nicht. Das ist halt so die Sache. Es könnte sein, dass wir diese Fahrzeuge benutzen können. Vielleicht können wir mal die Zombies totfahren. Ja, das glaube ich nicht so ganz, aber...
Also ich meine, was ich ja mitbekommen habe, ist, dass ein neuer Schwierigkeitsstar ist. Den müssen wir irgendwann spielen. Diesen Schwierigkeitsstar. Albtraum. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal diesen Schwierigkeitsgrad schaffen, wenn wir einen Schwierigkeitsgrad höher gehen sollen. Wir sollten generell erstmal alle Karten einmal gespielt haben. Ja. Ich bin echt gespannt über Frozen Lands. Aber das hat alles noch Zeit. Ich meine, mit der Zeit hat man auch wieder mal keine Lust, das Spiel zu spielen. Und dann kommt man halt einfach ein paar Wochen, Monate später wieder. Das war halt immer wieder schön, eine entspannte Runde zwischendurch. Oh. Sehr großzügig. Das bietet sich hier gerade fast schon. Ich weiß nicht, wegen dem Stein. Der Stein könnte das Problem sein. Ich glaube eher die Häuser in dieser Richtung ist das Problem. Das wissen wir halt nicht so. Das ist halt so eine schwierige. Also, die Mühle da geht sowieso gar nicht. Also, das wird ja, die würde ich schon abreißen. Echt? Die macht super viel. Ja, wenn ich hier was abreiße, kann ich die da halt wieder inbauen. Ja. Weil es geht ja nur das kleine Weilchen, da habe ich nur eine dran. Ja, es ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Aber diese Tesla-Mühle. Du solltest eine neue Tesla-Mühle einfach bauen, bevor alles ausbricht. Weil sonst gibt es eine Ketten. Tesla-Aktion. Ja. Einfach hier irgendwo rein. Das sollte passen. Oder du baust die erstmal ab und dann hast du den größten. Ah, jetzt habe ich hier die Ketten direkt. Ja, das wirst du gleich merken, wenn du das Spiel weitermachst. Wow. Hast du nichts verloren gerade? Holy shit. Lol. Obwohl, macht Sinn. Wenn man quasi einen Tesla so baut, so baut und so baut, wird dieser Platz dazwischen garantiert nicht. Ja. Ich habe also, keine Ahnung. Ich bin anscheinend dumm. Aber die Welle kommt bald. Wir sind bei 40. Die Welle. Aber das macht doch Hoffnung, das auf 80 Tage zu verkürzen. Also, ich meine, wir sind bei Tag 40 und du hast einen echt guten Fortschritt. Also, ich sag mal, du brauchst mindestens 60 Tage. Ich hoffe, das bereust du jetzt nicht. Ich finde schade, dass man sowas nicht andoen kann. Das stimmt. Na, also. RIP 5 Mitarbeiter. Da. So, jetzt wollte ich wirklich meinen. Vergess auch nicht die für 7000 Gold die Akademie. Die gibt's ja jetzt auch noch. Und du musst deine Häuser irgendwie nachbauen. Entweder wertest du sie auf oder du machst mal langsam neue Häuser. Ja, schon? Aber es wird rum. Ah, okay. Ich dachte jetzt gerade, du hast wieder ein DC. Ich möchte eher hier diesen Bereich kurz noch abdecken und dann kann ich hier so okay. Häuser reinpumpen. Okay. Ich bin da. Confident? Ja, confident, absolut. Jetzt nicht sogar eine. Zahnpasta macht jetzt confident? Nein, die heißt Kong, 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 Kong,